Jo Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts Region of Memories. Und ich würde sagen, machen wir weiter. Wir sind ja beim letzten Mal bei diesem Cutscene stehen geblieben. Und ich würde sagen, wir sehen uns, glaube ich mal, in 5 bis 6 Minuten. Also, ja Leute, bis gleich. So what is the anything else you remember about that other Gorilla? Just bits and pieces. Maybe you could try telling us some more stuff about her. Who knows? It might even help you remember other things. Well, she was quiet and always drawing. When we'd go to the beach, she'd draw a picture instead of swimming. Sometimes she'd draw us, too. She was really good. I remember Riku and I fighting over who she'd draw next. But one day, she was gone, just like that. I think the grown-ups knew the reason. They might even have tried to explain some of it to me. But I was little. I probably didn't understand what was happening. I remember crying after she was gone. But that's all. I still don't remember her name. Oh, I bet you remember it in no time. I must point out, Sora keeps remembering things instead of forgetting them. It seems to me, forgetting things may be the only way to reach the memories buried deeper down inside each of us. So we should forget in order to remember? Like those guys said, our most precious memories lie so deep in our hearts that they're out of reach. All that stuff about finding, being losing, and losing being finding? I didn't get it at first, but maybe this is what they meant. Gore, Sora, I think I'm a little jealous of you. How come me and Donald and Jiminy aren't remembering more of the stuff from our memories? Come on, Goofy! Let's get going! We gotta forget things faster! Just as we intended. We'll continue with our plan. Let's see how far this group will go. You had your fun on the first floor. So this time, it's my turn. I'm not going to just give it to him. Don't break him. Well... do I detect a soft spot? I'm not gonna break the toy. I'm not dumb. Don't forget. Sora is the key. We need him if we're going to take over the organization. I know that you're in on it too. But keep it under your hood. At least until the time is right. You would have been wise to have done the same, Larxene. So, Sora, did anything back there help you remember your friend's name? Her name's the only thing I can't seem to remember. You gotta try! Hurry up and remember it!
Jo Leute, da bin ich wieder und ja, ich dachte irgendwie ein Kampf kommt und die Wurmhändlerung-Trophäe habe ich bekommen. Und ja, erstmal speichern. Ah, Castle Bolivian, 6, ne? Können wir kurz mal... Ich kann mich jetzt überall warten. Aber das will ich nicht. Okay, wenn du mich fragst, fällt dir schon bald der Name deiner Freundin ein. Ist es nicht furchtbar, wenn es was auf der Zunge liegt? Ja, das stimmt. Ich wette, wenn... Ach ja, kommt nicht Halloween Town? Also wenn wir alle benutzt haben, kommen jetzt diese Laxern oder wie die hieß, zu uns. Und ja, da müssen wir gegen sie kämpfen und dann bekommen wir neue Gebiete freigeschaltet, schätze ich mal. Oh. Oh ja, hier. Bitte komm, dass sie. Bitte. Ich mag dieses Lied hier. Ach, hier gefällt es mir gar nicht. Ich werde hier mit nur so von Geister. Na und, was haben wir schon zu befürchten? Man erschreckt sich nicht, wenn man darauf vorbereitet ist. Nicht mal echte Geister können uns jetzt noch das Fürchten lernen. Wenn sie uns erspähen, sind sie diejenigen, die schreiend davonlaufen. Meinst du wirklich? Glaub mir. Oh, okay. Willkommen in Halloween Town. Wow, ein Geist. Wow, das war der beste Schrei, den ich seit Jahren gehört habe. Wenn du so leicht zu erschrecken bist, wird es ja ein Riesenspaß. Pardon, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Jack Skellington. Ich wohne in Halloween Town. Und da kommt die schöne Musik. Ich bin König der Albträume und Meister des Grusels. Wenn ihr es also gerne richtig gruselig haben wollt, seid ihr hier goldrichtig. Wollen wir nicht. Und dann gibt es in Halloween Town eh ein kleines Problem. Was für ein Problem? Naja. So eins. Oh Mann. Herzlose. Mein Jack Skellington, hilft uns. Denn diesen Namen. Okay. Jack Skellington. Ich will mal gucken, was Jack Skellington drauf hat. Jack. Was war der? Unnötig. Luffy. Ah. Das wird auch geändert. Naja. So, erstmal verstecken. Okay, verstecken bin ich jetzt hier. Denk ich jetzt an. Also, wir sind ja nicht bei Dings. Oh, wir sind ja richtig stark hier. Wie? Fire! Freeze! Niemals. Darf ich mal kommen? Und einfach Schlange. Was? Oh Mann. Ich mach Goofy unbedingt. Warum Level 9? Nee, mal sagen, warum Level 9? Oh Mann. Ey, du bist ja wie... Du bist ja wie Dings, wie Genie. Naja, am Anfang war es nötig, aber dann wurde es... Okay, erstmal sammeln. Ich gehe dann zurück. Weil ich kein Leben habe, also sehr wenig Leben. Schon des Chemikers. Sorry. Was soll das? Warum hast du die Herzlosen gerufen? Habe ich gar nicht. Ich wusste lediglich, wann sie auftauchen. Eigentlich würde ich sie ja sogar liebend gerne loswerden. Die Herzlosen greifen Leute mich an, anstatt sie zu schrecken. Warum sind sie hier? Nun, das gleiche wollte ich eigentlich gerade Dr. Finkelstein fragen.
Ich bin auf dem Weg in sein Labor. Komm doch mit. Ich weiß eigentlich, wo es ist. Aber da gehe ich aber nicht hin. So, was sollen wir tun? Wir haben Freunden. Yep. Selten wurde immer folgen. Das gefällt mir gar nicht. Was, wenn er uns direkt zu den Herzlosen führt? Bingo, du kannst Gedanken lesen. Ah. Okay. Haha, das war bloß ein Scherz. Auf geht's. Ach, Donald. Terror? Wes? Seit wann bekomme ich Mushu? Also jetzt wirklich. Wie bekomme ich Mushu? Also erstmal zum Speicherort wieder. Halloween Town. So, erstmal zurück. Tut mir leid. Es muss aber sein. Denn ich bin ja fast tot. Kann ich ja währenddessen nochmal speichern? Und? Dankeschön. Also, ich würde sagen, wir fangen mal Jack. Jackie. Okay. Dieser Skelett sieht aber sehr gruselig aus. Erinnert mich leicht an Slenderman. Wirklich sehr leicht. Ja, weil er so groß ist und... Komisch. Ach, Moment. Vielleicht mal kurz gucken. Hey, ich dachte, Terror kommt. Und jetzt du. Was für eine Karte habe ich bekommen? Okay, Raum. Wir machen natürlich jeden Gegner wieder mal. Aber natürlich. Naja. Alles machen. Oh, Mistvieh. Okay. Und? Noch einmal? So, danke. Eigentlich habe ich ja schon gewonnen. Was habe ich bekommen? Schädlich das bestimmt, ne? Genau. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Hier ist ein bisschen verwirrter als sonst. Alter, die machen aber richtig gut Schaden. Was ist das denn? Ah, okay. Das werde ich mir merken. Ne, ich gehe mal hier hin. Das war wirklich knapp. Natürlich kann es nicht sein, dass ein Gegner da ist. Es müssen natürlich mehrere sein. Es müssen mehrere sein. Und? Okay. So, noch einmal. Mist. Und weg mit dir. Komm, greif die an. Oh ja. Goofy ist einfach der Beste hier. Ich muss mich erstmal heilen. Punkte sammeln. Geschafft. Ich glaube, ich habe Ich dachte, ich hätte Schatz erhalten. Friedlicher Schatz war das, ne? Oh, eine Karte. Was habe ich bekommen? Was für eine Karte? Oh.
Moment mal. Das ist so lange die beste Karte, ne? Gucken wir mal, welche wir eintauschen können. Das können wir wegtun und dann haben wir alles komplett. Und platzieren, schmeißen. Wow. Okay, gut zu wissen. Ach, das geht auch. Okay, hier ist nichts mehr. Warte mal. Von hinten. Und ja, wenn Goofy was schon macht. Also ich habe Goofy gewonnen, ne? Okay. Ich brauche noch ein bisschen Heilung. Da ist nichts. Ich muss aufpassen. Okay, kurz warten. Eigentlich wollte ich diesen Boden zerstören. Und so weg mit dir. Und ja, schon geschafft. Und das war bodenlose Dunkelheit, ne? Alter. Ja, ich glaube, ich gehe lieber einfach so rein. Okay, ich lock jetzt mal alles hier hin. Okay. Mist. Und schnell weg. Weg bitte. Mach mal bitte Alarm. Mann, die müssen ein bisschen unnötiger als ich dachte. Okay. Überraschung. Ja, zweimal sogar. Von Schlafhause. Und der nächste, bitte. Oh Mist, ich hätte anders handeln sollen. Und jetzt bitte auch. Okay, null nützt nichts. Ey, ich bekomme hier sehr viele Karten. So, ein Kombo könnt ihr nichts dagegen tun. Weil ich es kann. Aber Goofy habe ich schon sowieso gewonnen. Ja, fast. Haha. Und weg. Region hier, keine Ahnung, wie man die ausspricht. Was ist mit dir los? Was ist dein blödes Problem? Ich glaube, er will Stress, ne? Warte mal. Ach so. Ich glaube, er verwirrt mich nur. Leben. Vielleicht einfach drauf werfen. Noch einmal. Nee, aber. Nee, da war Leben, aber. Okay, da waren noch mehr Leben. Okay, schnell weg. So, jetzt gehen wir dorthin und dann. Mann. Eins und höher. Jetzt sagen wir, verschwenden die grünen Karten.
Also 7, ne? Okay, 1 skillt. Ich wollte nur kurz gucken. Und. Gut. Ah, Punkte. Nein. Punkte. Punkte. Fass mich nicht. Das hat ihr bestimmt auch gemerkt, dass ich runtergerannt bin. Oh Mann, jetzt muss ich einfach die ganzen Dinge hochrennen. Ah, dafür habe ich mehr Wärme. Okay, dann renne ich gleich die Folge und machen wir erstmal den Level ab. So, ich habe was Schönes bekommen. Oh nein, anhaltende Betäubung. Ja, komm, leben. Oh Mann. Ich vergaß, ich muss ja hoch. Oh Mann, das war knapp. Wie soll ich da durch? Ach so. Ich muss einfach ganz hoch. Gut. Gut für mich. Es geht noch weiter, ja? Warte, wie knapp war das denn? Okay, dann würde ich sagen, Leute, wie es dann weitergeht bei Kingdom Hearts Region of Memories. Okay, wir warten hier. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.